Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, auf dem Gothic 5 Fan Channel oder auf dem RPG Newsletter Channel. Ich weiß, der Name ist noch ein bisschen, sagen wir mal, feilwürdig, aber darum soll es nicht gehen. Es geht um ein neues Spiel. Es geht um Alex oder Ilex oder ich weiß noch nicht, wie man es ausspricht. Alter Vater, wie eine Bombe, oder? Also ich denke, ihr habt das bestimmt mitbekommen, dass Risen und Piranha Bytes Beiträge geteilt haben von der AlexGame. Ich nenne es Alex jetzt einfach, ich weiß echt nicht, wie es heißt. AlexGame.com, dass eben Piranha Bytes in Verbindung mit Nordic Games Alex gemacht hat. Das ist ein Rollenspiel, ein Action-Rollenspiel, ein Science-Fiction-Action-Rollenspiel, welches eben halt mit der Zusammenarbeit von mit Nordic Games entstanden ist. Und Nordic Games hat uns eigentlich noch nie wirklich im Stich gelassen, bin ich der Meinung. Ich fand Nordic Games Titel oder viele Nordic Games Titel waren eigentlich echt nicht scheiße, deswegen schon mal daher kein schlechtes Licht, kein Joe Wood, wo irgendwie Arcania gemacht hat, ja, Spellbound oder sowas, ne, ihr wisst ja, wie das war damals. Nein, Nordic Games war eigentlich bisher nicht von schlechten Eltern. Es geht halt jetzt eben darum, dass Piranha Bytes da mitgewirkt hat. Dieses Spiel ist komplett selbst gebaut, also alles handerstellt, wie eben Piranha Bytes üblich das auch ist. Ja, also das ist ziemlich treu. Und wir sehen hier ein, zwei Bilder im Hintergrund gerade schon durchlaufen. Ich finde, es sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich schön aus. Ich finde den Helden, den man da unten sieht, ist ziemlich stimmungsvoll, schon mal von hinten anzuschauen. Ein sehr edles und sehr machtvolles Schwert, irgendwie ein sehr geiler Stil, den die da vorlegen. Gefällt mir jetzt schon mal, was ich da sehe. Piratensetting ist weg. Jetzt sollte man irgendwie so ein Tröten einfügen. Leider habe ich gerade leider gar keine Tröte da, sonst hätte ich das jetzt echt gemacht. Aber Piratensetting ist weg, zum Glück. Ansonsten gibt es noch nicht wirklich viele Infos. Piranha Bytes ist dabei, das Spiel jetzt bald mal vorzustellen. 2016, 2017, also im Winter wahrscheinlich 2016, soll das Spiel rauskommen. Das heißt, es dauert noch mindestens ein Jahr, bis dieses Spiel erscheint. Ich finde es krass, dass sie jetzt schon da so jetzt schon Informationen rausgeben, ne? Weil das heißt, die müssen uns jetzt über ein Jahr lang mit neuen Infos füttern. Und da bin ich mal gespannt, wie die das machen. Trotzdem, also wie gesagt, ein handgefertigtes Action-Rollenspiel. Und ich bin sehr gespannt, was da passiert. Beziehungsweise, was geht in dem Spiel. Und ich bin mega gespannt einfach nur. Es hört sich echt schon mal ziemlich gut an. Und ist ein interessanter Name. Und dieses eine Bild, ja. Sieht so vielversprechend aus. Ich finde, das sieht echt richtig cool aus, wirklich. Es gibt sonst echt wirklich noch nichts zu sagen, aber ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was in zwei Tagen mittlerweile passiert. Ich habe ja gestern ein Video hochgeladen, welches sich Three Days Left nannte. Da hat ja Piranha Bytes einfach nur so einen Binärcode reingeballert. Heute? Nein, Quatsch. Three Days Left, vielleicht war das ja heute schon, ne? Ich habe es am 30. hochgeladen. Heute ist der 2. Na gut, es sind jetzt zwei Tage vergangen. Ich weiß nicht, ob es heute schon ist oder ob die morgen oder irgendwie nochmal was vorstellen. Ihr werdet natürlich sofort informiert, sobald das der Fall ist. Ich bin gespannt, ja, ich bleib da auf jeden Fall dran, denn es sieht nicht wenig versprechend aus. Gut, dann kann ich mal gerne auf eure Kommentare gespannt sein, was ihr denn dazu denkt, ob es ein geiles Rollenspiel wird. Vor allem mit der Zusammenarbeit mit Nordic Games, ja, bin ich auch mal sehr gespannt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und let's hyper.